Und damit herzlich willkommen zum nächsten Teil von Battlefield Korea. Wir sind die Amerikaner und versuchen uns verzweifelt hier hochzukämpfen. Und die nächste Klasse, die ich mir noch nicht angesehen hatte, war der Soldat mit der guten Browning Automatic Rifle Ausführung 3. Genau, Ausführung 3 müsste das sein. Die erste Ausführung der Bar. Ja, die Geschichte habe ich auch. Oh, cool. Das ist ja auch nice gemacht. Das ist ja nice gemacht. Erstmal das Schiebevisier aufstellen und dann den Spannschieber betätigen. Aber was ich sagen wollte, ach, die Geschichte habe ich auch schon oft genug erzählt. Und zwar war das Bar eigentlich von sich aus niemals als leichtes Maschinengewehr gedacht, sondern als sogenannte Walking Rifle. Damit sollten sich Soldaten im Ersten Weltkrieg aus der Hüfte gegenseitig Deckungsfeuer geben, um die schweren Maschinengewehre in den Schützengräben der Deutschen, also der kaiserlichen Deutschen, niederzuhalten. Und dann wurde aus dem Ding allerdings im Verlaufe des... Oh, was hat der denn da Dickes? Ach, das ist eine Super-Bazooka, oder? Bin ich wahrscheinlich gleich auch. Au. Und dann wurde im Verlauf des Zweiten Weltkriegs daraus ein leichtes Maschinengewehr gemacht. Wer sich nämlich fragt, was das soll, dass man ein leichtes Maschinengewehr hat, welches nur 20 Schuss Magazin hat, kommt daher. Ich glaube, ich nehme mal hier die andere Seite. Und immer noch gut nach den Pistolen gucken, denn ich habe ja in der letzten Folge ganz kurz vor Schluss noch den 38er Special Revolver gefunden. Also die Waffen sind cool, die es hier drin gibt. Das Spiel ist auch cool, es macht auch Spaß. Allerdings kann ich das wahrscheinlich als Epileptiker nicht dauerhaft spielen, weil zum Beispiel beim Nachladen und beim Rennen wackelt der Bildschirm so extrem. Das ist super anstrengend für mich, merke ich jetzt schon. Und ich habe gerade erst das erste Video gemacht. So, dann hocke ich mich mal mit Z hier hin. Ah, aber allerdings auch im Liegen ist die Dauerfeuerstabilität furchtbar. Und ich kann das Ding überhitzen. Ich sehe gerade, ich habe da unten die Hitzeanzeige, die natürlich gerade von der Nachladanzeige überschrieben wird. So, Spannschieber. Mal gucken, ob ich das überhaupt überhitzen kann. Keine Chance. Ich habe beim Überhitzen nur zwei traurige Striche, die sofort wieder verschwinden. Spannschieber. Was habe ich sonst noch? Ach, oh, das ist ja cool gemacht. Ich habe das Ding zweimal. Einmal mit eingeklappten Zweibeinen mit langsamer Feuergeschwindigkeit und einmal mit ausgeklappten Zweibeinen mit hoher Feuergeschwindigkeit. Stimmt, ich meine, in Call of Duty 1 konnte man auch die Feuergeschwindigkeit vom Bar wechseln. Das ist ja auch nice. Dann ist das Ding ja relativ vielseitig. Ich guck mal, dass ich da oben auf den Berg komme. Okay, jetzt konnte ich mir echt nicht verkneifen, den Killfeed zu gucken. PPS 43, freue ich mich gleich schon übelst drauf auf die Koreaner. Dann gucken wir uns mal das Ganze von der anderen Seite aus an. Das einer? Genau, dann benutze ich das auch so, wie es gedacht war, und zwar als Walking Rifle. Ne, gedacht als Walking Rifle ist ja eigentlich, wenn man dann aus der Hüfte kurze Feuerstöße abgibt. Sau unpräzise. Schwierig, was mit zu treffen. Habe ich irgendwas? Ach, natürlich, ich habe natürlich Munition, die ich mir natürlich auch selber geben kann. Mal gucken, ob ich es schaffe, an das Geschütz zu kommen, um damit den Panzer auszuschalten. Und jump! Und rein da! Oh je! Oh, okay, da brauche ich ein bisschen für. Ich werde jetzt wahrscheinlich meine Maus hier drüber schrappen. Ist aber nicht getroffen. Und realistischerweise braucht so ein Geschütz auch relativ lange zum Nachladen. Was ist denn der Panzer? Irgendwo da müsste er sein. Ich höre ihn auf jeden Fall noch. Kann ich irgendwie ranzoomen oder so? Okay, der ist da oben. Es ist ein bisschen ungewohnt, nicht zu wissen, wer Freund und wer Feind ist. Okay, Feind auf der Straße. Ja, die Panzer sind sowieso blind und drauf. Okay, da kommt ein Jeep. Mal gucken, ob ich den schnell abfangen kann. Ich finde auch immer diese Workarounds relativ cool von Mods. Die dann hergehen und zum Beispiel zwei verschiedene Waffen nehmen, um was Bestimmtes darzustellen. Was halt im Vanillaspiel nicht angedacht war. Ja gut, im Vanillaspiel ist es ja auch so geregelt, dass das Granatgerät von den Sturmgewehren eine eigene Waffe ist. Okay, das ist einer von meinen. Der nicht.
Die nicht. Okay, Z. Das ist auch eine komische Belegung. Weg mit dir. Okay, der ist verschwunden. Hat er sich ins Gras gelegt oder ist er... Habe ich den erwischt? Das ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik. So, jetzt nehmen wir wieder die normale Bar und gucken mal, dass wir ein bisschen weiter vorpreschen. Der ist nicht von mir, aber ich kann auch nichts gegen ihn unternehmen von hier aus. Au. Okay, das ist auch noch einer. Hier kann man ganz gut an ihren Mützen erkennen. Das ist so ein bisschen das Typische bei solchen Spielen. Erst nach und nach lernt man wirklich das Spiel lesen. Okay, kann ich damit jetzt irgendwas machen mit dem Hilfepäckchen? Ich kriege wahrscheinlich keine Leben wieder. Doch, so ein bisschen. Okay, habe ich noch eins? Okay, ich kann mich doch selber heilen. Okay, das hatte ich in der letzten Klasse, ging das irgendwie nicht. Oder ich habe es irgendwie falsch gemacht. Kann natürlich auch sein. So, mal gucken, ob hinter mir irgendwelche Panzer sind. Und dann geht es auch schon weiter. Für die Freiheit des koreanischen Volkes. Ah, verdammt. So, nehmen wir was anderes. Ich finde es ein bisschen komisch, dass dass ausgerechnet der Bar-Typ keine Pistole dabei hat. Okay, dann nehmen wir Super Bazooka. Und dann können wir uns auch aktiv gegen die Panzer wehren. Oh, ich sehe eine Mauser 712. Das ist ja cool. Aber bei den Koreanern, die hätte ich eigentlich eher bei den Chinesen erwartet. Die Chinesen hatten ja tonnenweise Mauserpistolen im Land, weil die halt während des chinesischen Bürgerkrieges trotz des Waffenembargos importiert werden. So. Ach stimmt, genau, bei der Super Bazooka war das Zielvisier einzeln. Dann, da konnte man das Zielvisier abnehmen, zum Reinigen und zum Transport, damit es nicht beschädigt wird. Da ist nämlich ein optisches Visier bei. Jupp, das ist allerdings kein Panzer, was ich da sehe, das ist ein Stein. Was habe ich denn, um mich zu verteidigen? Oh! Grease Gun Cutie! Sehr cool. Oh, nice. Ich hatte mich ein bisschen gewundert. Okay, das ist schon das erste Opfer. Das kommt doch bestimmt hier gleich um die Ecke. Hä? Wieso kann ich nicht anzielen? Ich hier irgendwas rappeln? Ah, jetzt kann ich anzielen. Sehr schön. Bums. Aber reicht leider eine Rakete nicht. Dann mach hinne. Nicht, dass er mich noch hier überfährt. Okay, sehr gut. Ich habe mich tapfer geopfert. Ist ja cool, dass das Grease Gun Cutie hier drin ist. Ich hatte mich nämlich ein bisschen gewundert, denn Thompson M1928 ist... Für Special Forces ist das in Ordnung. Also für Special Forces ist das gar kein großes Thema. Die hätten Thompson M1928 haben können. Allerdings, so ganz normale Soldaten, die hatten dann zur Zeit des Koreakrieges sehr viel öfter das Grease Gun Cutie. Weil das Grease Gun Cutie damals auch wirklich sehr oft hergestellt worden ist. Da gibt es, glaube ich, auch einige Millionen von. Also nicht so viele wie M1 und M2 Carbine. M1 und M2 Carbine wurden ja ultra oft hergestellt. Ist das ein Schwimmpanzer von uns oder was ist denn das da? Es sieht aus wie Leute von uns. Aber ich weiß nicht genau, was das für ein Panzer ist. Wie gesagt, an Handfeuerwaffen gab es im Koreakrieg nicht wirklich großartige Neuerungen oder irgendwelche Sachen, die es vorher noch nicht gab. Ich meine mit, ich glaube, zwei Ausnahmen. Und zwar die eine Ausnahme war bei den Thailändern, die haben sich relativ viele Matzen M50 geholt. Das ist so eine Maschinenpistole, besser bekannt als die Brotdose, die man so aufklappt wie so eine Brotdose. Die ist halt so einmal längs in zwei geschnitten und dann klappt man die halt auf und einige wenige SKS-Prototypen. Und da ist es auch nicht klar, ob die benutzt wurden und ausgeschaltet. Es gibt bis heute keinen Beweis, dass der SKS ist ja natürlich der SKS, weil der Karabiner wirklich in Korea eingesetzt worden ist. Na, klingt nicht so geil. Und scheint auch sau unpräzise zu sein. Aber auf Nahkampf natürlich richtig gut. Die Grease Gun ist allerdings in der Realität auch auf weite Entfernung relativ präzise. Weil sie halt so langsam ist, kann man halt relativ gut das Ding abziehen.
Und weil das Ganze auch, ja, hat halt einen feststehenden Lauf und ist auch relativ angenehm zu schießen wegen der zwei Schließfeder. Und zwar die meisten Maschinenpistolen haben ja eine große Schließfeder, das Greasegun QT hat zwei kleine. Das führt zwar zu enormen Problemen, wenn eine Schließfeder davon eine bisschen andere Kraft hat als eine andere, dann hat man so ein Phänomen, was man als am ehesten als Verschlussverkanten bezeichnen kann. Da dann eine Schließfeder zum Beispiel ein bisschen mehr Druck hat als die andere, wird dann der Verschluss im Gehäuse so verkantet. Das ist sehr unangenehm. Und das erhöht auch den Verschleiß der Waffe extrem. Und die Mapper haben aufgepasst, die haben den Baum hier genau so gelegt, dass wenn man hier oben ist, dass man dann nicht wirklich gut auf die Brücke gucken kann. Obwohl, hier geht's. Ich guck mal hier unten. Ich hoffe, ich kriege keinen Fallschaden, wenn ich hier so runter gleite. So, ab in den Bunker. Und vom Bunker kann man... Nee, von dem Bunker kann man jetzt gut auf die Brücke gucken. Kann man passabel auf die Brücke gucken. Okay, dann haben die Mapper da auch aufgepasst, dass sie hier keinen zu starken Spot hier. Da sind Dashcars drauf, also ist das gegnerisch. Und die Super Bazooka braucht sehr lange zum Anzielen, was ich auch realistisch finde. Und es sind auch nicht alle Waffen sofort einsatzbereit. Ich wechsle jetzt aufs Greasegun QT und klicke jetzt ganz oft. Und erst jetzt kann ich schießen. Aber die können leider besser schießen als ich. So, was mache ich denn jetzt noch? Ich glaube, ich mache für die Koreaner eine eigene andere Folge. Dann würde ich sagen, dann mache ich noch mal ein bisschen Greasegun QT Action, damit ich hier auf eine okayische Zeit komme. Was könnte ich denn noch erzählen in der Zwischenzeit? Das dauert immer so lange, bis man wiederbelebt wird. Also bis man wieder einsteigen darf. Wir sind sogar dabei zu gewinnen. Also so ganz so schlecht stellen wir uns gar nicht an. Wie sieht es bei mir aus? Minus 8 Punkte, 40 Kills und 15 Mal gestorben. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das ist übrigens noch die Runde aus dem ersten Video. Ich habe es jetzt nicht für nötig gehalten, einfach jetzt nochmal eine neue Runde anzufangen. Und, oh, es gibt den Pershing-Panzer hier. Sehr cool, den mag ich. Soll ich hier mal mit dir durchgehen? Ach stimmt, was ich noch nicht gezeigt hatte, war die Schrotflinte. Ich glaube, der Special Forces-Typ hat neben der Thompson noch die Schrotflinte. Okay, da kommt wieder irgendwas. Das fährt... Ist das von uns? Ja, ist von uns. Da ist ein Stern drauf. Ich finde das auch gar nicht so schlecht, wenn man mal drauf achten muss und sich mal wirklich merken muss, wie die eigene Uniform und wie die gegnerischen Uniformen aussehen. Das fand ich an den frühen Versionen von Rising Storm 2 Vietnam auch relativ cool. Da gab es nämlich noch keine... Bälle, also keine bunten Schriftzeichen, also keine bunten Zeichen über den Köpfen von Verbündeten, dann musstest du wirklich gucken, okay, was bin ich gerade und wie sieht der Gegner aus? Also erstmal gucken, auf was man schießt. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, aber irgendwann wurde das in Rising Storm 2 Vietnam halt abgeschafft. Ich meine, größtenteils, also der Grund war größtenteils, weil Skins eingeführt wurden und man sich deswegen nicht mehr so gut merken konnte, wer wer ist. Ich habe bei den Amerikanern, meine ich, auch immer auf die Rucksäcke geachtet. Da konnte man das dann am ehesten sehen. Guck. So, das Ding hier, das sieht irgendwie ein bisschen leer aus, wenn das ohne Leute wirklich durch die Gegend fährt. Zurück aufs Greasegun QT. Und mal gucken, wer hier dann hoch möchte. Normalerweise rücken die ja immer im Schutz der Panzer dann so ein bisschen vor. Okay, ist nur ein Jeep, der macht nicht allzu viel. Okay, zwei Schussfeuerstöße. Geht am besten. Ah doch, die ist gut. Ah, verdammt. So, ich muss nachladen. Übrigens keine A1, sondern noch die normale M3, welche noch mit so einem komischen Hebel an der Seite nachgeladen wird. Also durchgeladen wird. Okay, der könnte eine SKS gehabt haben. Gucke ich ja später dann nochmal in die Videos. Und zwar die noch günstigere Version von der Greasegun M3 ist die M3A3. Die hat wirklich nämlich einfach nur ein Loch im Masseverschluss drin, wo man dann reingreift, um die durchzuladen. Okay, das haben die schon erledigt. Aber das war doch... Okay, das ist ein Freund, auch wenn er auf mich zuläuft. Oh, ich krieg Munition von dem. Danke, ist ja sehr sozial. Kann ich dir was zurückgeben? Nein, leider nicht. Ich bin eine relativ asoziale Klasse.
Genau, es war damals auch immer relativ witzig in Battlefield 2, wo man dann gesagt hat, okay, die Klasse ist voll asozial. Die meisten haben immer gesagt, so Spec Ops ist voll asozial. Wer Spec Ops spielt, hat das Spiel nicht verstanden. Oder wer Panzerabwehr spielt, hat das Spiel nicht verstanden. Okay, es ist kurz vorher nochmal ein T-34-38 hier gespawnt. Was ist das eigentlich? Wieso sind da so viele Dashcars drauf? 1, 2, 3. Manche koreanische Fahrzeuge sind echt komisch. Die Koreaner gibt es ja auch in Assault Squad 2. Die sind ja auch teilweise ein bisschen... Ich möchte aber nochmal ein bisschen Dashcar spielen, okay? Auf den F-Tasten ändert man das. Der klingt ein bisschen schlapp für eine Dashka. Wir schlagen euch mit euren eigenen Fahrzeugen. Wie gefällt euch das? Okay, der hat eine PTAD, der ist gefährlich. Wo? Ach so, ich ziele... total woanders. Ich habe halt dieses Gratschka-Syndrom hier. Ich ziehe halt so ein bisschen über Kimme und Korn. Also über dem Korn. Schwindelbude. Sehe ich das, wenn ich das Ding leer schieße? Nein. Er ist das Ding leer, aber der Gurt ist noch vollständig. Ja, ich mal... Ach nee, Special Forces mit der Trenchgun. Ich gehe ja sowieso gleich drauf. Okay, der ist gut geflogen. Boom, Headshot. Boom, Headshot. So, was müsste ich jetzt machen? Genau, ich müsste jetzt gucken, dass ich mich irgendwo hinfläze und mich verbinde. So, was macht das denn? Jetzt mal genau auf mein Leben gucken. Nochmal. Und das Ding lädt sich immer wieder auf. Aber jetzt ist es auf einmal leer. Und ich bin tot. Sehr gut, das passt mir sehr gut. Dann kann ich mich wahrscheinlich direkt hier an der Bridge auch noch spawnen. Um mir dann die Schrotflinte anzugucken. Denn was wäre eins meiner Waffenvideos ohne Schrotflinte? Ohne Stiftung Schrotflintentest. Oh, hier gibt es auch... Ja, M8 Greyhound Panzer. M9130PU. Okay, wird der ein Scharfschützengewehr sein. Sehen wir ja in der nächsten Folge. So, sehr gut. Ah, genau, Trenchgun war richtig. Und da haben wir dann auch noch auch schon eine Wand, die sich für Stiftung Schrotflintentest anbietet. Ah, leider habe ich die Grafik... Ne, Moment, das sind doch Einschusslöcher. Ja, ist okay von Spreadern her. Ist keine übertriebene Streuung. Okay. Und überflüssig durchrepetiert. Das hätte in der Realität nicht sein müssen. Der Soldat hätte hier in der Realität jetzt eine Patrone einfach verschwendet. Weil einfach die Patrone im Patronenlager rausrepetiert worden ist, die ja noch frisch war, da das Ding nicht ganz leer geschossen wurde. Mal gucken, was passiert, wenn ich sie ganz leer schieße. Ich höre das Pumpen gar nicht. Okay, jetzt tut er einfach nur ganz viele Patronen unten in die Laderöhre. Repetiert einmal durch und damit gerät die als letztes in die Laderöhre geladene Patrone von der Laderöhre, also von dem Röhrenmagazin in die Patronenkammer. Das wäre richtig, obwohl in den meisten Spielen ist es ja meistens so dargestellt, dass die erste Patrone, die man nachlädt von einer leergeschossenen Schrotflinte, meistens direkt auf die Verschlussbahn gelegt wird. Okay, was ist hier los? Du bist so... Oh, opala, ich habe hier meinen geteamkillt. So, durchrepetiert. Überflüssigerweise. Und wo geht's hin? Wo ist denn jetzt der Rest? Oh, wir haben sogar die Runde gewonnen, weil die Koreaner alle waren. Die haben nämlich keine Tickets mehr. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen dieser Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal genau die gleiche Karte an, weil die Karte hier relativ gut läuft. Und spielen dann die Nordkoreaner. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier eins von meinen Videos gucken und ein anderes Video gucken. Dann freue ich mich wie immer würde ich mich stark darüber freuen, falls ihr mir bei Instagram und Twitter folgen würdet. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.